Chongqing. Mit 82.000 Quadratkilometern ist die Megametropole die größte Stadt der Welt. Sie liegt eingequetscht zwischen Bergen im Südwesten Chinas. Noch vor rund 45 Jahren war Chongqing ein Fischerstädtchen mit gerade mal 30.000 Einwohnern. Heute leben hier mehr als 32 Millionen. Um für sie Wohnraum zu schaffen, hat man in die Höhe gebaut. Doch die Millionen Menschen leben nicht nur hier. Sie müssen auch alle von A nach B kommen. Das will sich unsere Reporterin Anne heute genau anschauen. Ich habe tatsächlich ein bisschen Respekt und bin etwas nervös vor dem Tag heute. Und es startet direkt abenteuerlich. Anne muss durch das größte Verkehrskreuz der Welt, der sogenannten Ua-Ying-Man-Kreuzung. Wow, guckt euch das auf der Mappe an. Es ist wie ein Spinnennetz. Auf 5 Etagen führen hier insgesamt 20 Straßen in sämtliche Himmelsrichtungen. Im Vergleich verbindet das größte Verkehrsnetz Deutschlands in Frankfurt auf der gleichen Fläche gerade mal 2 Autobahnen miteinander. Guck einfach, ich sehe den Himmel nicht mehr von Straßen. Ich gucke jetzt einfach aus meinem Fenster raus und da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spuren. Da sind noch mal 5 und da sind auch noch mal, ich weiß nicht wie viele. Die höchste Straße verläuft fast 40 Meter über dem Boden. Ups. Ich darf da nicht rein. Upsi. Okay. Es ist gut, dass ich langsam gefahren bin, weil sonst wäre ich jetzt in falschen Verkehr gefahren. Mit der Monsterkreuzung soll der Verkehr auf so viele Straßen wie möglich verteilt werden, um gerade zu Stoßzeiten Stau zu vermeiden. Und das ist hier bitter nötig. Denn Chongqing ist der am schnellsten wachsende Ballungsraum der Welt. Mehr als 32 Millionen Menschen leben und pendeln hier auf einer Fläche, die fast so groß wie Österreich ist. Würde man alle Straßen der Kreuzung aneinanderreihen, käme man auf eine Gesamtlänge von mehr als 16 Kilometern. Insgesamt hat der Bau der Ua-Ying-Man-Kreuzung stolze 8 Jahre gedauert. Seitdem brettern hier täglich bis zu 300.000 Autos lang. Ich muss ja sagen, ich war anfangs echt ein bisschen eingeschüchtert von diesem Kreuz. Aber ich habe jetzt einfach gelernt, auf mein Navi zu hören. Und seitdem geht es eigentlich ganz gut. Aktuell gibt es allein im inneren Stadtkern Chongqings mehr als 5 Millionen registrierte Autos. Um das Straßennetz zu entlasten, hat man das Bahnnetz ordentlich ausgebaut. Auch Anne steigt nach der Megakreuzung lieber auf die Metro um. Auf der Strecke soll es ein absolutes Highlight geben, das es sogar ins Internet geschafft hat. Im Netz kursieren hunderte skurriler Videos, in denen eine Bahn durch ein Wohngebäude fährt. Tatsächlich. Auch wir verschwinden mit der Metro in diesem Haus. An der Metrostation dort geht's ziemlich rund. Die U-Bahn, die hier durchs Gebäude fährt, ist schon ein Must-See. Wir sind unserer Sightseeing-Gruppe hergefolgt. Nur 5 Minuten später kommt auch schon die nächste Bahn. Also ein Zug, der einfach in einem Gebäude verschwindet, wo Leute drin wohnen, ist schon ein bisschen surreal. Leben tatsächlich Menschen in diesem Gebäude? Um das herauszufinden, geht Anne auf die andere Seite der Metrostation. Hey, Ai, hallo, wohnen Sie hier? Ja. Würden Sie uns mitnehmen? Ja, klar. Diang Changrong lebt 5 Stockwerke über der Metrostation. Sie war eine der ersten, die hier mit ihrem Sohn vor 20 Jahren eingezogen ist. Wohnen in einer Metrostation, was für uns unvorstellbar klingt, ist für die 70-Jährige ein wahrer Segen. Wir sind wegen der U-Bahn hergezogen. Es ist sehr praktisch, die U-Bahn direkt unter uns zu haben. Ich spare so viel Zeit, wenn ich irgendwo hin muss. Pro Tag fahren in Chongqing insgesamt knapp 4 Millionen Menschen mit der Bahn. Insgesamt gibt es hier 10 Linien. Linie Nummer 2 läuft unter Changrongs Wohnzimmer entlang. Ich finde sie richtig schön.
Ich habe den Berg hinter mir und den Fluss vor dem Fenster. Auch dass die Bahn von 6.30 Uhr morgens bis nachts halb zwölf alle 5 Minuten durch ihr Haus düst, stört Chang Rong nicht. Der Lärm der Autos und der Baustellen auf der Straße ist größer als der der Bahn. Wir schlafen hier nachts richtig gut. Tatsächlich hören auch wir während unseres Besuchs nicht wirklich viel vom Metrolärm. Zeit für Anne, sich auf den Weg zur nächsten Verkehrsattraktion zu machen. Diesmal ganz altmodisch zu Fuß. Also eins ist die Stadt auf jeden Fall. Und zwar nichts für schwache Beine. Kein Wunder, dass es hier so viele Treppen und steile Straßen gibt. Chongqing erstreckt sich über 300 Höhenmeter. Neben der hügeligen Landschaft hat die Megastadt noch ein weiteres Merkmal. Die beiden Flüsse Yangtze und Jialing schlängeln sich durch die Metropole. Die konnte man früher nur mit Booten überqueren. Mit dem wirtschaftlichen Aufstieg Chinas Ende der 90er kam auch in Chongqing der große Bauboom. Und damit herrschte plötzlich Dauerstau auf den neuen Brücken. Um den zu umgehen, folgt Anne einer Online-Empfehlung zur stadteigenen Gondelbahn. Die verbindet das Finanzzentrum mit dem südlichen Stadtteil Nan'an. Eigentlich war die Idee, mit dem Sessellift über den Fluss zu fahren, ja, damit ich schneller dahin komme. Aber ich glaube, hier mit dem ganzen Schlange stehen, kommt es wahrscheinlich auf das Gleiche raus. Anne ist dann doch recht schnell dran. Kein Wunder. Wie auch in Chinas Bahnen ist die Devise, je mehr sich reinquetschen, desto besser. Vor allem jetzt im Berufsverkehr. So, ist schon mal was anderes, als so mit dem Bus oder mit der U-Bahn zu fahren. Rund 10.000 Passagiere nutzen die Gondel jeden Tag. Die Überquerung des Yangtze-Flusses dauert weniger als 4 Minuten. Also ich würde sagen, wir haben jetzt mit Anstehen und so und mit der Fahrt so rund 25 Minuten gebraucht. War cool und wir haben uns ein bisschen Zeit gespart. Das Stadtzentrum ist ein wahrer Großstadtdschungel. Hier quetscht sich ein Gebäude ans nächste. Platz für Straßen bleibt da kaum. Deshalb hat man sich für den Verkehr auch etwas ganz Besonderes überlegt. Und guck mal, die Straße da ist einfach auf einem Gebäude gebaut worden, ne? Da wohnen auch Leute. Ich sehe da eine Küche, da hängt Wäsche. Also da wohnen Menschen direkt unter einer Straße. Strange. Lass mal schauen, ob wir da wen finden. Doch einfach mal schnell runterlaufen geht nicht. Der dicht zugebaute Block zwingt Anne, einen großen Umweg zu machen. Chongqing wächst extrem schnell. Weil es verhältnismäßig wenig Platz gibt, ist man in der hügeligen Stadt zwischen den Bergen gezwungen, in die Höhe zu bauen. Nach 20 Minuten hat es Anne endlich nach unten geschafft, wo sie Jiang Shan trifft. Der 59-jährige Friseur wohnt unter der Straße und schneidet vor seiner Wohnung Haare. Unter der Brücke. Ich kann es mir nicht leisten, einen eigenen Laden zu eröffnen. Die Mieten in Chongqing sind sehr hoch. Ich bin schon viele Jahre hier. Er stört niemanden und meine Kunden wissen alle, dass ich hier bin. Die Straße über seinem Wohnblock ist schon mehr als 100 Jahre alt. Und für viele Anwohner Fluch und Segen zugleich. Hier unter der Brücke ist es immer recht kühl im Sommer und wärmer im Winter. Staubig ist es natürlich. Wir müssen täglich fegen und wischen. Manchmal sogar mehrmals. Das liegt natürlich an den Autos, aber es ist viel besser als vor 10 Jahren. Da war es noch viel staubiger wegen den Betonstraßen. Das macht Jiang aber nichts aus. Er wohnt hier schon sein ganzes Leben. Wegziehen kommt für ihn nicht in Frage. Für unsere Reporterin geht es jetzt über dem Friseursalon wieder mit dem Auto weiter. Anne stresst das. Weiteres Problem ist auch einfach parken. Ist quasi unmöglich. Es gibt einfach zu viele Autos in dieser Stadt, glaube ich. Auch dafür hat man im Herzen der Stadt eine Lösung gefunden. Im Finanzzentrum, wo Parkplätze Mangelware sind, soll es das Parkhaus der Zukunft geben.
Okay, parken, Handbremse, einklappen und ausmachen. Und ich glaube, wir sind jetzt ready. Der Clou: In dieser Tiefgarage parken die Autos vollautomatisch im 45-Grad-Winkel. Ingenieur Zhong Sheng Lü zeigt Anne, wie es geht. Jede Einfahrt hat ein eigenes Touchscreen-Terminal, in dem man sein Auto eincheckt. Zhong Sheng nimmt uns ausnahmsweise mit hinter die Kulissen und zeigt uns, wie unser Auto geparkt wird. Das Parken ist hier super einfach. Man muss das Auto nur reinstellen, aussteigen und auf dem Touchscreen bestätigen. Der automatische Parkprozess dauert rund 3 Minuten. Sein Getränk sollte man allerdings nicht im Auto vergessen, meint Lü. Wenn da jetzt ein Becher drin wäre, wäre das jetzt wahrscheinlich auf dem Sitz. Durch das Parken im 45-Grad-Winkel können hier bis zu 35% mehr Autos stehen als in einem gewöhnlichen Parkhaus. Größere Wagen parkt man auf normalen Stellplätzen, da sie für die Rampen zu hoch sind. Okay, und um das Auto abzuholen, gibt es jetzt auch wieder ein Terminal. Und dann muss ich mein Kennzeichen eingeben, was Gott sei Dank auf dem Schlüssel steht. A1, und dann steht es hier schon. Unsere Roboter sind sehr zuverlässig. Die machen keinen Fehler. Aber wenn man das falsche Kennzeichen eingibt, können wir auch nichts machen. Das kam schon mal vor, da mussten wir manuell austauschen. Das Parkhaus ist bis jetzt einzigartig im Reich der Mitte. Allerdings plant man in Zukunft dieses Konzept auch in anderen chinesischen und vielleicht sogar internationalen Großstädten zu nutzen. So. Ich finde das Parkhaus ja richtig, richtig geil. Also dieses vollautomatisierte ist total cool und es spart Platz. Und ich muss vor allem sagen, für Parkmuffel ist es ideal. Rund 20 Minuten entfernt wird es richtig abgedreht. Es ist ganz schön eng hier und ich habe ein sehr breites Auto. Hier schraubt sich eine Straße mitten zwischen den dicht gedrängten Wohnhäusern nach unten. Und bevor sie es merkt, ist Anne auch schon mittendrin. Hui! Es ist ein bisschen wie so auf einem Karussell. Oh Gott, es gehört da gar nicht mehr auf. Auf rund 25 Metern Höhe dreht sich die Straße hier 8-mal um die eigene Achse. Zwar ist die Fahrbahn mit knapp 6 Metern recht breit, allerdings ist hier vieles zugeparkt. Ich muss eigentlich nur schauen, dass ich auf beiden Seiten gut Platz habe, aber dann ist es eigentlich ganz easy. Okay, easy. Nach 5 Minuten hat Anne es geschafft. Unten trifft sie Parkwächter Jing Di Dai. Der 60-Jährige sorgt seit über 10 Jahren dafür, dass alle Autos ordentlich in der Schraubenstraße parken und ohne Kratzer davonkommen. Die Abfahrtrampe musste so designt werden, weil die Wohngemeinde sehr klein ist. Die hört hinter den Gebäuden auf. Eine längere Rampe bräuchte mehr Platz, den wir nicht haben. Hier leben auf engstem Raum insgesamt 400 Familien direkt an der Schraubenstraße. Parken können am Rand allerdings nur knapp 50 Autos. Dementsprechend bleibt hier auch schon mal der ein oder andere stecken. Ich habe auch schon geholfen, hier runterzufahren. Parken ist hier praktisch. Aber wenn man aus der Schraubenstraße rausfährt, ist wieder der Drehwurm angesagt. Ich glaube, ich war noch nie in einer Stadt, die sich so schnell ausgedehnt hat wie Chongqing. Und das bringt natürlich ganz viele Verkehrs- und Transportprobleme mit sich. Aber ich finde, die haben echt ganz coole Lösungen gefunden, um damit irgendwie ein bisschen besser klarzukommen. Und einige davon sind in der engen Millionenmetropole zwischen den Bergen nicht nur praktisch für die Anwohner, sondern auch echte Touri-Highlights in Chongqing geworden.